Servus meine Freunde und herzlich willkommen zum allerersten Video hier auf Brosh Play. Ich bin's der Yoshi und da vor mir steht der Bröse. Der Bröse, genau. Ja, wir haben unser allererstes Video haben wir uns ausgedacht, machen wir wahrscheinlich, machen wir ein kleines Hunger-Gamechen. Es werden euch hier auf diesem Kanal viele Dinge erwarten und hauptsächlich, wer hätte es gedacht, Let's Plays, oder Bros? Ja, genau. Ja, also hier der Bröse heißt Broshplay-B für Bröse. Dreh dich mal um, André. Hier ist sein B hinten drauf und vorne steht sein BP. Genauso wie bei mir, im Hintergrund ein J und vorne BP. Das sind so jetzt wahrscheinlich erstmal unsere Skins. Sehen eigentlich ganz gut aus, würde ich mal sagen, oder? Ja. Ja, passt. So, und ich hoffe, was gibt es eigentlich noch so viel zu sagen? Die Videos wären so, ja, so jetzt so ein Hunger-Game kann man ja natürlich nicht irgendwann mittendrin beenden, ist ja klar. Ja, wahrscheinlich werden die entweder 15 oder 20 Minuten gehen, das können wir noch variieren, je nach Spiel. Was euch auf alle Fälle die nächste Zeit erstmal erwarten wird, Bröse. Was wäre das Erste, was wir demnächst machen? Eine Adventure Map. Richtig. Nach dem Hunger Game. Richtig. Wir werden heute aber noch eine Adventure Map aufnehmen. Und ja, wir haben es auch pünktlich geschafft, dank Amazon Prime. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ist einfach so. Gestern habe ich Andres Laptop bestellt, damit er endlich mal gescheit zocken kann. Und ja, heute Morgen war er da. Nicht schlecht, ja. Ne? Ja, Specht. Richtig gut. Ja, was gibt's noch so zu sagen? Ja, also wir machen jetzt erstmal ein Hunger Game und dann würde ich demnächst Adventure Map erwarten in Minecraft und wir werden, falls ihr das Spiel kennt, wenn nicht, könnt ihr mal googeln, Trine 2 haben wir auch schon gekauft und das werden wir auch demnächst dann starten. Aber Trine 2 wird wahrscheinlich dann so eher ein Urlaubsprojekt, da ich ab dem 23.8. im Urlaub bin und das nehmen wir das im Voraus auf. Aber die ganzen Informationen gibt es dann später nochmal weiter, Bröse, ne? Genau. Und wir machen jetzt erstmal eine wunderschöne Runde Hunger Games. Würde ich auch sagen. Und ja, wir haben erstmal Danke an 17 Abonnenten schon mal. Ist nicht schlecht, ne? Schon mal ganz cool. Dafür, dass jetzt gerade erst das allererste Video da ist, ist das ganz cool eigentlich. Ja, und würde sagen, wir sind vielleicht so einigermaßen Anfänger. Also kann man denken. Klar, ich hatte schon mal einen Kanal. War ich auch relativ bekannt mit 1000 Abonnenten knapp. Oder was heißt knapp? Mehr als 1000 sogar. Und der Andi ist eigentlich komplett neu in diesem Let's Play-Geschäft. Er hat zwar früher mit mir oft aufgenommen, aber eigentlich ist er jetzt hier komplett neu und wird hauptsächlich so, also er wird demnächst auch bald mal aufnehmen. Ich dachte mir jetzt nur in Hunger Games, dachten wir uns beide, dass ich das lieber aufnehme, weil da habe ich einfach schon mehr Erfahrung in Hunger Games. Sowas hat er früher nie so oft gespielt. Und ich denke, da habt ihr mehr zu sehen, wenn ich das Ganze aufnehme. Ne, Bros? Eben. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in einem Hunger Game Match. Bis gleich. Ja. Servus, da sind wir wieder. Und der André ist gerade am Abkratzen, weil er hustet wie ein Schwein. Ich hab gesagt, warte, ich huste. Du hast gesagt, warte! Naja, egal. Also, wir sind hier, falls euch die Information interessiert, wir sind hier auf dem Server hg.rennschnitzel.de mit 2 Punkten. Naja, also, falls mal irgendjemand vielleicht mitspielen, das ist André. Hallo! Der Bröse, Bröse. Was hast du für einen schönen Skin? Keine Ahnung, aber deiner ist hässlich. Ey. Haben wir übrigens selbst ganz allein gemacht, den Skin, mit Paint. Also was heißt selbst? Ich hab den gemacht. Du kannst sowas doch nicht. Undurchdacht spielen wir. Undurchdacht. Der Paint ist doch ideal dafür, oder? Oh, die ist wenigstens mal eine Map, die wir noch nicht so gut kennen. Also eigentlich ich gar nicht. Ja, ich kenn sowieso keine Map hier. Ja, stimmt, aber ich bin ein paar Mal schon hier entlang. Fuck! It. Ohne Eisenachs. Und eine Steinachs für dich. Komm, komm, Bros. Es ist doch eh Friedenszeit, also gib her. Er kann trotzdem jemand anderes einsammeln. Siehst du, weil du so ein unintelligenter Intelligenzbolzen bist, dass du hier vorbeiläufst. Ich habe einen IQ von 309, ja. Ja, klar. Durch 2. Schick mal ein bisschen per Bluetooth. Schick mal Link von deinem IQ. Letztens, da waren wir ja, ne, da hinten links, ne? Gehen wir wieder hin oder gehen wir... Wir waren doch noch nie auf dieser Map hier. Doch, da waren wir doch vorhin bei diesen Häusern und dann kam so eine und hat uns grippt. Wir sind genau denselben Weg gegangen, den wir jetzt gerade gehen. Dahin ist jemand. Was hat der für ein Schwert? Ich weiß nicht, sieht aus, als hätte der gar nichts. Ich hätte gerne Opti vorhin. Aber wenn er jetzt da hochgeht wahrscheinlich, findet er ein Schwert. Ich weiß nicht, ich brauche erstmal Essen. Hast du Essen? Ich hab nix. Gar nichts. Ich hab eine Goldhose. Taugt. Wie, hier ist nix, was soll denn das?
Nee, komm, kannst du wieder raus. Im Ofen? Nee. Dann müssen wir uns 8 geben vor dem, weil der hat hundertprozentig da oben im Turm hat er irgendwas gefunden. Also wenn da in diesem Turm nichts Besonderes ist, dann heiße ich Peter Fridolin. Peter Fridolin? Ja. Okay. Hä, das gibt's doch nicht. Was sind das für Häuser? Yes, ist oh, da ist ein Chest. War was drin für mich? Kannst einen Lederhelm haben. Da kommt einer, da kommt einer. Mach dich bereit, mach dich bereit, mach dich bereit. Mach dich bereit. Er war gerade im Haus, er macht Shift, Hund, er macht Shift. Ach so, dann mache ich halt auf. Oh Gott. Oh Gott. Also der war hundertprozentig im Haus drin. Gehen wir runter? Ja, da ist er doch, da ist er doch. Ich sehe ihn ja. Echt? So ganz leicht. Oh Gott. Wo ist er denn? Ja, es ist er. Gehen wir runter. 3, 2, 1. Kamikaze Banzai! Ah! Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Ja! Ja! Jawohl! Oh, war das gefährlich. Ich hab dich zweimal geschlagen oder so, tut mir leid. Boah. Ich hab eine Eisenaxt für dich hier. Eine was? Eisenaxt. Schuhe? Ja. Hab ich schon. Goldhelm, Goldhelm, hier. Leder. Lederjacke. Es würde ich ein Raudi. Lederjacke. So, ich hab auch einen goldenen Apfel. Ich hab einen normalen Apfel. Boah, der Kill ging sogar für mich. Ah, nicht für dich, Spasti. Nett, aber hast du mich da unten geschlagen. Ja. Scheiße, wär's, wenn jetzt halt jemand kommt, ey. Ich hab nur noch 2 Herzen. Echt? Ja. Achso, dann machen wir die Tür zu, mach Shift. Gehen wir wieder hoch. Dachboden, ne? Auf dem Dachboden. Kann man auf dem Fenster gucken. Haha, ich so Stalker. Da ist, da läuft auch einer. Aber der läuft gerade weg von uns. Die könnten wir rippen. Wie viel Leben? Wie viel Leben hast du? Mir fehlen, ja, die Hälfte hab ich. Ja, füllt sich doch auf, oder? Hast du Essen? Ja, klar. Achso, ja, dann komm. Lass da kurz hinrennen und den... Wie viel Leben hast denn du? Voll. Achso. Hat sich aufgefüllt. Komm, das war eine Person, die zur zweiten müssen wir die schaffen. Und ich hab, sah jetzt nicht so aus, als hätte der ein Schwert gehabt. Und da vorne ist er. Aber der hat ein Schwert, zwar ein Steinschwert. Aber wir haben auch ein Steinschwert. Also zu zweit, und vor allen Dingen hat er keine Rüstung, also es ist möglich, es ist machbar. Aber wir natürlich riskieren natürlich gerade was. Passt du auf, er rennt natürlich, wir sind zu zweit, ist ja klar. Ja. Man sieht doch überhaupt nicht an unserem Namen, dass wir Team sind. Nein. Nein. Gegner. Ja. Wenn der jetzt mir zu lang wegrennt, dann lassen wir es, aber. Dann lassen wir es. Nein, auch nicht sofort! Weißt du, wie lange das dauert, Mann? Ja, der wird schon irgendwann mal stocken. Dann ist er dran. Oh Mann, die Chunks starten bei mir nicht. Bröse, ich bin jetzt allein gegen den. Bröse, helf mir doch, verdammt. Ja, sehr gut. Ich hab dich aus Versehen wieder gehabt. Ja, der nächste Kill und der ging für dich. Sehr gut. Wie sind die Biest? Oh, ich nehm Steinschwert. Ich hab dich schon wieder geschlagen. Was sind du so? Warte mal. Schau mal wegen, ob jemand kommt. Ich guck meine Items an. Okay. Ich hab Feuerzeug. Was ist? Aber das ist schon kaputt. Hier ist zu essen. Oh, ich esse gerade ein Fischchen. So. Bogen hast du. Da kommt einer, da ist einer, aber der hat nichts. Tu dein Schwert weg, pack dein Schwert weg, sonst rennt er sofort weg. Hallo! Machen wir. Tu mir so, als würden wir Team machen. Der denkt wahrscheinlich auch, oder er macht dieselbe Taktik wie wir und packt sein Schwert weg, aber er sieht, dass wir kommen. Aber jetzt würde ich mal sagen. Let's go, motherfucker! Motherfucker! Okay, surprise, er rennt. Komm, dann müssen wir ihn kriegen, André, den müssen wir kriegen. Das ist voll weit weg. Ja, egal, irgendwann bleibt er irgendwie hängen oder so. Schau mal, jetzt ist er, kommt schon immer näher. Irgendwann bleibt er irgendwie hängen und dann sind wir näher dran und dann ist er gerippt. Schau mal, wir kommen schon immer näher. Siehst du das? Ja, klar. Du hast dein Schwert schon wieder draußen. Nein, hab ich nicht, ich hab einen Apfel draußen. Achso, ja, sag ich doch. Ja, da hat er voll die Ähnlichkeit, ne? Ja, hallo? Ich hab dann gleich. Ich auch. Erster Schlag ging auf mich. Hör auf, P, pass auf, wenn du hinter mir stehst, ne? Fuck. Wehe, der lockt sich jetzt aus. Wo ist er? Ach, da unten. Ich will den! Nein, ich! Nein, du Wichser! Verdammt! Fuck, ich ertrink. Geh du mal hoch! Drück doch mal leer! Junge! Alter, du tötest da einen und dann ertrinkst du danach. Also, ach, ups, ich muss ja atmen. Okay, bitte beschütze mich mal kurz, ich hab drei. Ey, wir sind im Final. Ist nur noch einer übrig. Hier, dieser Flash War LP. Wow!
Pass auf, oh Gott, Andi, du bist tot, ich räch dich. Scheiße, scheiße, komm, komm, komm. Ja, verdammt, ich hab gewonnen! Oh, André, danke, du hast dich für mich geopfert. Ja. Geil. Leute, ich hoffe, es hat euch gespaßt. Ich hoffe, es hat euch gespaßt. Nee, ich würde sagen, das war jetzt vielleicht nicht gerade der längste erste Part, das allererste Let's Play, aber keine Angst, es wird ja morgen oder übermorgen demnächst jetzt auch bald sofort wieder ein Video kommen und schön, dass du am Boden bist. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das erste Video. Ich denke mal, wir kamen ganz gut an, ne? Wie gesagt, lasst eine Bewertung da, so wie es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann Verbesserungsvorschläge nehmen wir immer sehr gerne an. Ne, André? Dann bedanken wir uns und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.